Ja, Mehl und Skorpion, Giftdrüsen und ganz anderer Schnodder. Das schmeißen wir erstmal alles in die Truhe hier. Hatten wir nicht schon irgendwie eine Truhe hier? Explosive Storage Weapon Locker? Wir hatten doch irgendwo schon eine Truhe, oder nicht? Dresser? Was hier? Mini-Fridge, was war da jetzt noch drin? Lego und Bissen und Zuckerbomben, okay. Das hier machen wir jetzt zu unserer Gedönstruhe, würde ich mal sagen. Da schmeißen wir jetzt alles rein, was wir loswerden wollen. Das Tagebuch haben wir. Haarklammern, die wiegen nichts. Haarklammern wiegen nichts. Hefe schmeißen wir da rein. Das Ding hat auch kein Gewicht. Das lassen wir dann auch drinne. Mehl schmeißen wir hier mit rein. Das muss echt der Dings da oben gerade gewesen sein. Stange Zigaretten, die schmeißen wir da auch rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt pennen und beziehungsweise mache ich jetzt eine kleine Pause. Das nächste Mal werden wir dann Ranger Ghost Bescheid sagen und die letzten Gebäude da in Nipton noch untersuchen. Und für jetzt sage ich bis später, tschüss. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder. So, wollen wir doch gleich mal gucken, was unsere Aufgabe hier dieses Mal war. Die Wüste lebt. Zu Ranger Ghost im Mojave Outpost zurückkehren. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Sind wir überhaupt ausgerüstet? Das ist die nächste Frage. Zwei Kleidung haben wir an. Jawohl, Korbe repetiert. Dieses Gewehr haben wir dabei. Wasser haben wir zur Not auch dabei. Wie sieht in unser... Durst 150, Hunger 137, Müdigkeit 37, da kann ich noch mit leben. Würde ich sagen, geht er los. Geht er los, ja. Die Sonne blendet gerade volle Kanne auf meinen Monitor, das ist nicht schön. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen nicht sofort sehe. Das liegt nicht an meinen vom Alter geplagten Augen, sondern einfach daran, dass ich nichts sehe. So, genug Mumpeln haben wir auch dabei, wie mir scheint. Jetzt kommt der schon wieder angeschissen hier. So müssen die Schüsse sitzen und nicht anders. So, ich weiß auch schon, welchen Dings ich hier demnächst nehme, welchen Perk, wenn wir Level Up haben. Beziehungsweise wenn wir uns den nächsten Perk raussuchen können, dann nämlich, dass wir mehr Munition finden. Das wäre gerade äußerst günstig. Oh, da mal hinreisen. So. Long 15. Supermutanten belästigt. Verstrahlten Ruinen des Black Mountain. Ach, das war, ja klar, die Geschichte war das. So. Wollen wir mal Bescheid sagen, dass wir da aufgeräumt haben. Dehydration hat zugenommen. Wir haben etwas Durst. Würde ich sagen, das lassen wir aber noch. Momentan ist das noch nicht allzu schlimm. Ich dachte, hier stehen gerade welche, die sich handreichen. Da sind das nur diese alten Statuen da. Hallo, waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Yep. Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Kein Wunder. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz. Nein. Oh, verdammt! Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell. Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Aber ich habe die ausgeräuchert. Ich wollte nicht der Überbringer schlechter Neuigkeiten sein. Wenn Sie die Stadt nicht angesteckt haben, müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Die Lage wird noch viel übler, bevor das Jahr rum ist. Ja, da gehe ich fast von aus. Danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Tja, kannst mich ja anheuern. Ich räume die gerne für dich aus dem Weg hier. Danke für die Hilfe. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Tja, kannst mal sehen. Gut, die nächste Aufgabe wartet auf uns. Arbeite für die Kaminruhe Karawane, das können wir natürlich machen. Nipton, Novak, und dann wollen wir da
quasi was machen. Das hier sind alles die Expansion Packs hier, dieser und dieser. Das lassen wir alles weg. Erstmal, da möchte ich erstmal mindestens Level 25 für sein, wenn nicht sogar Level 30. Ich möchte vorher nochmal mit dem Kommandanten hier sprechen, denn ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, ob der jetzt seine Meinung ändert, wenn man ihm sagt, da hinten die Stadt wurde ausgeräuchert. Ob man das ihm überhaupt sagen kann, das wäre jetzt die nächste Sache. Ja, ein K-Soldat, wo ist er denn? Da ist er. Hallo, mein Bester. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Aha. Schon gut, ich gehe jetzt lieber. Passen Sie auf sich auf und erholen Sie sich ein bisschen drüben in der Kaserne, wenn Sie möchten. Okay, werde ich machen. Aber nicht heute. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Wasser kaufen. Das wäre auch noch eine Idee. War das jetzt hier die Kaserne? Ich glaube, das hier war jetzt die Kaserne. Oder war das hier nicht die Kaserne? Outpost Baracke. Kurz am Kinn kratzen. Ja. Hier, bedien mich mal. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Was zu trinken. Was haben sie zu verkaufen? Schauen Sie sich um. Und wenn mir einer Karawane erklären kann, wie das funktioniert, das Spiel, oder einen guten Guide kennt dafür, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich möchte hier noch so ein paar Partien gewinnen demnächst. Was haben wir denn hier so schönes? Sonderpatrone. 357er Magnumpatronen, die lassen wir erstmal weg, würde ich sagen. Das ist alles aufbereitetes Wasser, können wir kaufen für 30. Aber auch noch mal was Billigeres. Das 63 Durst weg. Energiezellen brauche ich nicht. Herz 2 Tops, ich brauche eigentlich. Nee, ich brauche keine Waffen. Ich brauche Hilfsmittel. Das hier können wir eigentlich kaufen. Das können wir uns dann nämlich aufbereiten. Und dann haben wir da wieder schickes Wasser. Nein. Akzeptieren möchte ich. Und können wir noch was loswerden hier? Mal gucken. 100 RNK-Dollar können wir für 40 loswerden jeweils. Das können wir auch noch zur Not. Tagebuch. Das möchte ich nochmal einmal lesen, eben das Tagebuch. Ich gehe jetzt gut, lieber. Gut, bis dann. Haben wir das schon gelesen? Thomas Tagebuch. Endlich scheint sich das Blatt zu wenden. In der letzten Stadt habe ich etwas Schrott gegen ein schönes Häufchen Kronkorken vertickt und jetzt habe ich eine neue Reisegefährtin. Sie heißt Jacqueline und ist ziemlich süß. Und ich hatte schon fast angefangen, an meiner Glückskette zu zweifeln. Ja, die hat dir auch nicht sonderlich viel Glück gebracht, deine Glückskette. Zumindest nicht, wo wir in der Nähe waren. Das war so ein bisschen doof. Ist hier noch was richtig? Leere Sunset Sarsaparilla-Flasche. Ein Bier. Das packen wir es mal ein. Das können wir uns auch noch hier. Was liegt hier? Ach, das kann man nicht aufheben. Schade, schade, schade. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Okay, ich würde dann sagen, wir bewegen uns weiter Richtung Hauptquest. Sie müsste ich schon eingestellt haben. Genau, da sind sie lang. Gucken wir mal, was wir unterwegs so finden können. Was hast du denn so Schönes für mich hier? Brauchen Sie was? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Erzähl doch mal, was du hast. Klar, hier ist mein Sortiment. Munition habt ihr alle dabei hier irgendwie. Aufbereitetes Wasser. Dynamit, Energiezellen, Fallobst. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Da werden wir einen von kaufen. Mais werden wir kaufen, Apfel werden wir einkaufen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Laserpistole, Kampfvisier. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Metallrüstung ist natürlich auch nett. Motorradbrille möchte ich eigentlich nicht haben. Nudeln, Panzerbüchse. Ach, das war die Geschichte. Das sind Updates hier. Die Bube nehmen wir noch mit. Plasmapistole, Hochenergie-Ionisierer. Schmutziges Wasser, das nehmen wir auch mit. Und dann würde ich sagen, akzeptieren wir das und verlassen. Wir werden so einiges an handeln müssen jetzt hier, damit wir immer genug Wasser dabei haben. Und jetzt möchte ich eigentlich einmal kurz nach Hause das Wasser fertig machen. Das schmutzige Wasser, das können wir gleich mal, ne, hier so ein bisschen sauber machen, damit wir das dann immer dabei haben. Und ich werde jetzt immer jegliches Wasser werde ich jetzt mitnehmen, was wir irgendwo finden. Damit wir das, also was wir auch kaufen können vor allem, damit wir immer einen schicken Vorrat da haben. Zu essen können wir uns ja schön immer im Underground halt auch selber züchten.
aber naja, das andere eben nicht. So, jetzt möchte ich erstmal kurz... Nein, ich möchte nicht hier. Ich möchte erstmal... Ich möchte erstmal was trinken jetzt. So. Wenn einer eine Idee hat, ob es einen Mod gibt, der einem aktuell Hunger, Durst, Müdigkeit, den aktuellen Wert immer irgendwie anzeigt, schreibt's mir bitte. Ich werde dann versuchen, ihn zu installieren. Der wird mich dann nämlich doch ziemlich interessieren. Machen wir erstmal Licht an hier. So. Und dann werden wir das mal einsortieren und pflanzen. Jetzt müsste hier eigentlich noch irgendwas gekommen sein. So ein bisschen. Oder auch nicht. Und eher oder auch nicht. Gut. Aktivieren. Purify my dirty water. So, dann lassen wir da erstmal ordentlich durchknacken da. Das geht hier alles. Und ich würde sagen... Huch. Ich würde sagen, ich mache jetzt was völlig anderes. Ich gucke mich einmal selber nach diesem Mod um, den ich gerade gefragt habe. Wenn da einer noch eine bessere Idee hat, nachdem ich den installiert habe, sagt Bescheid. Ich unterbreche kurz, gucke mir an, ob ich da einen Mod finde und bin dann gleich wieder für euch da. Tschüss! So, und da ist er auch schon wieder. Hat er was Nettes gefunden. Das Ding nennt sich Primary Needs. Seht ihr an der, ja, an der rechten Seite. Da kann man die... Was das oben ist, das weiß ich noch nicht. Und das zweite von oben weiß ich auch nicht. WG ist wohl die, ist das Gewicht, was wir tragen können. 23% sind belegt. H2O ist der Durst. Nut ist, ist der Hunger. Und ist SLP ist das Schlafbedürfnis. Dann haben wir Radiation von 36%. Von 36. Können wir eigentlich immer gleich wegmachen lassen. Oder auch nicht. Und was Fett ist, weiß ich nicht. Das kann sein, dass das was mit den XP zu tun hat, die wir bekommen, wenn wir geschlafen haben. Da müssten wir dann mal sehen, wie das funktioniert. Hier soll man theoretisch nämlich auch oben irgendwo Killcam-Modus, Filmsequenz, Schwierigkeit. Nö. Sekunde, da war doch gerade noch was. Anzeige. Helligkeit, Transparenz, bla bla bla. Nö, irgendwie kann man da noch was irgendwie einstellen, aber das halte ich jetzt eigentlich für ganz gut hier. Belegt jetzt am rechten Rand zwar so ein bisschen Platz, aber da kann ich mit leben, muss ich sagen. So, wir wollten weiterreisen nach Nipton, da wollen wir hin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach hier und müssen dann ja hier das Haus noch ein bisschen ausräumen. Beziehungsweise die Häuser. Da war ja noch was. Wenn das denn irgendwann mal weitergeht. Wenn noch einer eine schicke Quest-Erweiterung vielleicht noch kennt hier, bin ich auch sehr zugeneigt der Sache. So, jetzt haben wir Verhungern 200. Da kann ich auch noch mit leben. Was bist du denn für einer hier? Schönen guten Tag. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben sie bloß gegen uns? Wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Na, das ist... Warum sind sie doch noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich habe keine Medics für Sie. Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Ja, das auch. Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nipton-Lotterie. Dieses Arschloch Swanick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nipton, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan denn schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren.